Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Heute stellen wir uns dem Panikangriff. Ich hoffe, ich habe gerade noch ein bisschen nachgedacht, ich hoffe, das ist in Ordnung für euch, dass wir tatsächlich immer nur ein Duell oder ein Spielkapitel pro Folge haben. Aber das kommt immer so ungefähr hin mit den 20 Minuten dann, wenn man das ganze Vorgeplänkel mit der Story noch hat. Und ich erzähle ja nebenbei auch immer noch irgendwas über den Anime oder über den Manga oder über die Karten an sich. Und von daher kriegen wir die 20 Minuten immer schön voll. Wo ich keine Lust drauf habe, ist, dass ich irgendeine Folge dann mitten in dem Duell unterbrechen muss oder halt mitten in der Story. Das finde ich doof. Ich finde, ein Duell, was wir in der Folge anfangen, das sollten wir auch in der Folge abschließen. Und da das Spiel hier ja auch so wunderschön in die einzelnen Kapitel eingeteilt ist, bietet es sich einfach an, das so zu machen, wie wir das machen. Da wir ja auch nicht mit irgendwelchen ultimativen Decks spielen, die den Gegner mehr oder weniger in der Luft zerreißen, sondern da wir ja tatsächlich die historischen Decks benutzen, die ja auch teilweise nicht so wirklich pralle sind. Bis jetzt sind wir damit zurechtgekommen, ich hoffe, das bleibt auch so, aber ich weiß, dass dann auch das eine oder andere richtig böse Duell auf uns zukommt. In der GX-Story gibt es mindestens ein richtig böses Duell. Und hier kommen auch noch ein, zwei, die richtig böse sind. Ich denke da nur an Rare Hunter. Oder Seeker, wie er in der englischen Version heißt. Diejenigen von euch, die den Anime kennen, können sich vielleicht vorstellen, was uns da erwartet. Ja, sein Deck ist genauso absolut unfair und im offiziellen Metagame verboten, wie er es in der Serie benutzt hat. Obwohl das offizielle Metagame und die verbotene Liste für den Kampagnenmodus ja überhaupt nicht relevant sind. Wir können unser Deck mit so vielen verbotenen Karten vollstopfen, wie wir wollen, solange wir das offline machen. Die Deckbeschränkungen gelten tatsächlich nur für den Online-Modus. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Jetzt habe ich schon wieder genug geredet. Eine letzte Sache zu Seeker noch oder zum Rare Hunter. Ich habe Videos gesehen, die gingen 40 Sekunden, ein vollständiges Duell mit ihm, wo er in seiner allerersten Runde, in seinem allerersten Zug das Duell beendet hat, ohne dass sein Gegner auch nur einmal dran gekommen ist. Also vor dem Kerl habe ich Respekt. Ich bin gespannt, wie lange wir für den brauchen. Jetzt aber der Panikangriff. Panikattacke wäre vielleicht als eine schönere Übersetzung gewesen, aber na gut. Als Thea, Tristan und Joey erwachten, dachten sie, Yugis Duell gegen Bakura war nur ein Traum. Ich habe geträumt, dass Bakura völlig am Spinnen war. Ich auch. Letztes Mal, dass ich mit Duellkarten unter meinem Kopfkissen schlafe. Gut geschlafen, Jungs. Bakura, tu mir nicht weh! Plötzlich hörte das Team einen Schrei aus dem Wald kommen. In der originalen Geschichte hat das Ganze hier tatsächlich auch nachts stattgefunden, was das ganze Thema, das ganze Setting ein bisschen stimmungsvoller gemacht hat, aber wahrscheinlich waren die Leute einfach zu faul, um hier noch einen zweiten Hintergrund zu zeichnen und deswegen sind wir jetzt wieder am helllichten Tage unterwegs. Das klang wie Mai! Das Team rannte durch den Wald auf eine Lichtung und sah einen sehr großen Duellanten, wie er Mai besiegte. Bye-bye, Vögelchen! Meine Harpien, sie sind weg! Ich glaube, du meinst eliminiert. Genau wie du. Jetzt gib mir alle deine Sternchips, du Loser. Mai, bist du in Ordnung? Gibt der Freak dir eine harte Zeit? Das ist wieder so eine dieser für das Englische absolut normalen Redewendungen oder Arten zu sprechen, die im Deutschen einfach nur komisch klingt. Ich finde es echt schade, dass die das hier absolut 1:1 übersetzt haben. Das reißt einen so ein bisschen aus der Atmosphäre raus. Deswegen spiele ich solche Sachen auch lieber im Englischen. Dass wir das hier auf Deutsch spielen, das mache ich nur für euch. Das ist richtig. Genau wie Pegasus mich bezahlt zu tun. Den ganzen Duelldreck auf der Insel ausrotten und entsorgen. Man könnte auch sagen, eliminieren. Denn das ist mein Name im japanischen Original. Eliminator.
meine ich zumindest, mich zu erinnern. Mach dich das nicht zum Müllmann? Guck dir meine Haare an, sind sie nicht schön? Das ist kein Witz. Panic ist einer der Insel-Eliminatoren. Und wenn ihr hier nicht weggeht, dann wird er mit euch genau das Gleiche machen, was er mir angetan hat. Schaut euch ihren Duellantenhandschuh an. Nicht ein Sternchip mehr übrig. Du bist aus dem Turnier geflogen, Mai? Das bin ich. Es ging alles so schnell. Die Art und Weise, wie Panic mit großem K am Ende sich duelliert. Ich habe einfach verloren. I just lost it. Also sie hat ihre Fassung verloren, will sie damit sagen. Aber das kann man natürlich nicht so wunderschön Wort für Wort übersetzen. Da müsste man sich ja tatsächlich Gedanken machen, was die Leute damit sagen wollen. Also hat sie es einfach verloren. Sie war eines meiner leichtesten Opfer bis jetzt. Panic schubste Mai auf den Boden. Du Widerling! Es gibt keine Entschuldigung, ein Mädchen zu schubsen. Mir fällt gerade auf, wir haben das Duell gegen den dunklen Clown übersprungen, ne? Mira Kaiba oder Mimikri Kaiba. Weil ich meine, der kam vor Panic. Ein bisschen schade, aber macht nichts. Wir haben noch genug Gelegenheiten, Duelle zwischen Yugi und Kaiba zu spielen, da bin ich mir sicher. Ich habe schon mit einer Menge von Tyrannen im Leben umgehen müssen und ich fürchte, es gibt nur einen Weg, mit ihnen umzugehen. Du musst ihnen gegenübertreten und dann wird dir in den Arsch getreten und ins Gesicht und in den Magen und in die Eier, wenn du Pech hast. Ich möchte sehen, wie du deine Einschüchterungstaktik gegen mich versuchst, Panic. Ich bin nicht einfach zu erschrecken. Vor allem, wenn ich für meine Freunde eintrete. Und wie du siehst, wenn ich mich verwandle, habe ich ein komplett anderes Outfit an. Yugi, muss mein Glückstag sein. Pegasus hat ein großzügiges Kopfgeld für den Eliminator versprochen, der dich besiegt. Glaubst du, er würde etwas mehr Geld dazu werfen für eine Körperverletzung? Ich wette alle meine Sternchips, die ich habe, um meist zurückzugewinnen. Das ist ein Deal. Wenn du gewinnst, werde ich dir alle ihre 8 Sternchips geben, da deine Wette für mich keinen Unterschied macht. Was meinst du? Was ich damit meine, kleiner Yugi, ist... Wenn du dich mit Panic duellierst, setzt du viel mehr als nur deine mageren Sternchips. Ich kann die Angst in deinen Augen wachsen sehen. Ich glaube, du fängst an, in Panik zu geraten. Bist du fertig, Rauch zu blasen, Panic? Das letzte Mal, dass jemand den Mut hatte, so mit mir zu sprechen, brach ich ihn in zwei. Lass uns jetzt duellieren. So, natürlich wieder mit dem Geschichtsdeck. Aber es war eine relativ lange Einführung. Na, Panic darf aussuchen, wer anfängt. Na gut, soll er machen. Ich befürchte ja, dass wir wieder eines dieser grottenschlechten Yugi-Decks haben. Das stärkste Deck, was Yugi bisher benutzt hat, war tatsächlich das allererste. Wo er Exodia gegen Kaiba rufen konnte. Das ist echt böse gewesen. So, als allererstes aktivieren wir mal den Topf der Gier. 2 Karten ziehen zum Preis von einer. Ist schon mal sehr schön. So. Gaia, der Drachen-Champion, ist unsere Fusionskarte. Das heißt, wir setzen erstmal 2 Fallenkarten. Und beschwören dann den Elfenschwertkämpfer, also den keltischen Wächter... Und guck mal, was Panic da so liegen hat. Na, das ist seine Signaturkarte, das Schloss der dunklen Illusion. Flip-Effekt. Erhöhe die Angriffs- und Verteidigungsmonster aller Angriffs- und Verteidigungspunkte aller offenen Monster vom Typ Zombie um 200 Punkte. Solange diese Karte offen auf dem Spielfeld liegt, erhöht sich in jeder Standby-Phase des Spielers, der diese Karte kontrolliert, die Angriffs- und Verteidigungsmonster aller
Punkte vom Typ Zombie um je 200 Punkte. Also mit dem Begriff habe ich es heute, ne? Dieser Effekt hält bis zum vierten Zug nach Aktivierung der Karte an. Das Interessante ist, dass das Schloss der dunklen Illusionen eine der Signaturkarten von Panic ist und sich auch in seinem Deck befindet, obwohl Panic kein Zombie-Deck spielt, sondern ein Unterweltler-Deck. Ja? Also diese Karte wäre im Deck von Bones viel besser aufgehoben. Ich will auch nicht ausschließen, dass sie sich in dem Deck befindet. Außer die haben Panics Deck hier stark umgestellt. Na gut. Wir beenden erstmal unseren Zug und gucken, was unser Gegner noch so in petto hat. Ich will jetzt nicht aktivieren. Nö, warum sollte ich? Das Schöne ist, er hat jetzt schon mindestens zweimal den Effekt zur Stärkung seiner Zombies verschwendet, ohne dass es ihm was gebracht hat, weil er keine Zombies auf dem Feld hat. Zombie-Meister. Wow, 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 wow. Einmal pro Spielzug. Du kannst ein Monster von deiner Hand auf den Friedhof legen und dann ein Monster vom Typ Zombie der Stufe 4 oder niedriger im Friedhof eines beliebigen Spielers wählen. Beschwöre das gewählte Ziel als Spezialbeschwörung. Diese Karten muss offen auf dem Spielfeld legen, um diesen Effekt zu aktivieren und aufzulösen. Könnte man jetzt quasi den Effekt aktivieren, ein Zombie-Monster von der Hand abwerfen und dann das Zombie-Monster als Spezialbeschwörung wieder auf das Feld bringen? Ginge das? Wäre das ein möglicher Combo? Also wir müssen den da auf jeden Fall ganz schnell loswerden. Hier, hier, hier. Der macht es uns einfach. Haben wir hier nicht... Wir haben doch hier eine Mirror Force liegen, ne? Die, alle Monster des Gegners in Angriffskraft, in Angriffsmodus zerstört. Und mit dem Reden habe ich es heute nicht so, ne? Kavums! Tschüss, Schloss der dunklen Illusion und tschüss, Zombie-Meister. So, und wir haben immer noch nur Müll auf der Hand, also beschwören wir Silberfang. Können dann in der nächsten Runde vielleicht wenigstens Gaia rausbringen. So, jetzt können wir aber erstmal seine Lebenspunkte direkt angreifen. Ich weiß zwar nicht, was er da für eine verdeckte Karte hat, aber er weigert sich aus irgendeinem Grund, sie zu aktivieren. Vielleicht ist es ja eine sehr situative Zauber- oder Fallenkarte. Aber das ist natürlich böse, dass Panic hier Level 4 Monster mit 1800 Punkten hat und wir spielen mit Silberfang. Ja? Wow, gelb glänzender Schild. Erhöhe die Verteidigungspunkte aller Monster auf deiner Spielfeldseite um 300 Punkte. Blöd, Mann. Das... Ich hasse Stalling Decks. Ha, ha! Wunderschön, das Horn des Einhorns. Das ausgerüstete Monster erhält 700 Angriffs- und Verteidigungspunkte. Wenn diese Karte vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt wird, lege sie auf dein Deck zurück. Das heißt, wir beschwören jetzt mal Gaia und rüsten ihn dann noch mit dem Horn des Einhorns aus und haben dann ein 3100 Angriffspunkte-Monster auf dem Feld, es sei denn, er hat eine Fallenkarte, die uns davon abhalten kann. Oder 3000, ja. Reicht trotzdem. Das dürfte reichen, um alles zu zerstören, was er da liegen hat. Ich rechne ja ganz fest mit einem weiteren Schloss der dunklen Illusion. Nein! Wieso hat denn der Mirror Force? So, jetzt sind wir mehr oder weniger am Arsch. Jetzt haben wir nämlich, müssen wir nämlich zwei Runden warten, bevor wir tatsächlich wieder ein Monster kriegen. Weil sich ja jetzt erstmal das Horn des Einhorns ganz oben auf unser Deck gelegt hat. So einfach kann so eine schöne Karte uns so richtig schön in den Arsch treten. Boah, hat der einfach Mirror Force. Verlockung der Finsternis. Ziehe zwei Karten und verbanne dann ein Finsternismonster von deiner Hand oder, falls du keines in deiner Hand hast, lege alle Karten in deiner Hand auf den Friedhof. Der wird garantiert ein Finsternismonster auf der Hand haben. Ja. Ein Kartenziehen ist immer noch so ein starkes Monster. Mezuki. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen und dann ein Monster vom Typ Zombie in deinem Friedhof wählen. Beschwöre das gewählte Ziel als Spezialbeschwörung. Ja, und es war ein Schloss der dunklen Illusion. Das wir wunderbar hätten knacken können.
Na, wenigstens haben wir eine Fallenkarte. Den faszinierenden Kreis. Aktiviere diese Karte, indem du ein Monster wählst, das deinen Gegner kontrolliert. Es kann weder angreifen, noch seine Kampfposition ändern. Wenn das Monster zerstört wird, zerstöre diese Karte. Damit können wir wenigstens Mizuki aufhalten. Aber das Schloss der dunklen Illusionen kommt trotzdem an unsere Lebenspunkte dran. Ja, hey. Toll. Scheiße, das geht so absolut brutal nach hinten los. Ich habe nicht mit Mirror Force in seinem Deck gerechnet. Rasender Panda. Ein wildes Ungeheuer, das seine Feinde mit einem großen Bambusstab niederschlägt. So, ich aktiviere mal den Effekt von Toribo. Den können wir nämlich aus unserer Hand abwerfen, um zu verhindern, dass wir Schaden nehmen. So. Und dann machen wir den gleichen Zug, den Yugi oft genug in seinen Duellen gemacht hat. Wir beschwören Griffor. Die Haut dieses Monsters kann fast jedem Angriff widerstehen. Naja. Und kombinieren das Ganze wieder mit unserem Horn des Einhorns. So, wir haben tatsächlich nur ein Ziel, das wir angreifen können. Weil die anderen zu viele Punkte haben. Das Gute ist, Mizuki wird zwar immer weiter aufgepumpt, aber dank unserem Spellbinding Circle kann Panic damit nicht anfangen. Toll. Ja. Das ist so ziemlich das schlechteste Yugi-Deck, was ich bisher gesehen habe hier. Das kann ja gar nichts. Das sind ja nur grottige Monster und dann gegen so einen Gegner da. Ah, jetzt hätte ich Torika ausspielen sollen. Dann hätten wir nämlich eventuell ein Monster beschwören können. Der König von Yamimakai, mit dem habe ich gerechnet. Den hat Panic nämlich in der Serie auch benutzt. Bedient sich der Mächte der Dunkelheit, um seine Feinde zu vernichten. So. Wir bereiten uns mal auf Curse of Dragon vor. Bringt uns zwar nichts gegen seine Monster, aber... Dann haben wir wenigstens wieder was Vernünftiges auf dem Feld. Und wer weiß, vielleicht können wir ihn ja doch noch irgendwie knacken. Ich wüsste zwar nicht wie, er hat auch schon wieder zwei verdeckte Karten liegen, das gefällt mir gar nicht. Wow. Echt. Wow. Yugi. Alter, Yugi. Du hast nur ein einziges verdammtes Fusionsmonster und das ist gar nicht mal so toll. Und dann haust du dir dreimal die Fusion ins Deck. Boah, bei einem Elementarhelden, der könnte ich das ja verstehen, aber das hier? Mir kommt gerade eine Idee. Oh nein, Griffor ist zerstört. Ich werde meinen Zug beenden. Welche Karte wir wohl in der nächsten Runde ziehen? Oh, guckt mal. Na, ich wette, er hat irgendeine Fallenkarte, die uns jetzt aufhält. Ja, und damit, meine Freunde, haben wir dieses Duell offiziell verloren. Oh, scheiße. Finstere Illusion. Annulliere die Aktivierung einer Zauberkarte, einer Fallenkarte oder des Effektes eines Effektmonsters, die oder der ein offenes Finsternismonster als Ziel wählt und zerstöre die Karte. Unglaublich. Unglaublich. Ja, was soll ich machen? Okay, Leute, wir haben verloren.
Panic hat uns besiegt. Aber er hat auch ein Deck, das tatsächlich funktioniert. Und wir haben absoluten Schrott. Ja, das muss man mal dazu sagen. Aber wirklich absoluten Schrott. Also das ist wirklich das Grottigste. Yugi hat schon ein paar grottige Decks in diesem Spiel gehabt. Aber das ist mit Abstand das grottigste Deck, was ich hier bisher gesehen habe. Wie genau soll man mit diesem Deck denn irgendwas geschissen kriegen gegen das Deck von Panic? Ich meine, das Deck von Panic hat wenigstens ein funktionierendes Thema. Ja. Unser letzter Zug. Und einmal mehr haben wir verloren. Ach ja. Aktivieren wir mal den Effekt, können wir nochmal gucken, was Yugi hier noch so für Monster im Angebot hat. Nur absoluten Rotz. So, Mutter Grizzly hat den Effekt, wenn sie zerstört wird, können wir ein Wassermonster von einer bestimmten Stärke auf das Feld bringen. Und den Effekt von Katapultschildkröte kann ich euch vielleicht bei Gelegenheit mal zeigen. Spiele defensiv und lass Katapultschildkröte den ganzen schweren Schaden machen. Das ist dein Tipp. Naja.